Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Ich habe für euch heute hier den neuen Audi Q3 mitgebracht. Ja, und den möchte ich euch heute einfach mal in einem Schnellreview ein wenig vorstellen. Wir sehen zunächst schon mal die komplett neue Front mit dem absolut neuen Single Frame Grill, der hier deutlich breiter ausgeformt wurde und jetzt hier diese senkrecht stehenden Streben wurden noch besser ausgearbeitet. Das Ganze ist insgesamt einfach dreidimensionaler geworden. Das sieht man auch sehr, sehr schön, wenn man sich hier so ein bisschen den Single Frame von der Seite anschaut. Wir haben natürlich auch neue Voll-LED-Scheinwerfer gegen Option. Hier auch eine komplett neue Lackierung in Photonic Orange oder Protonic Orange, glaube ich, heißt sie sogar. Ich blende euch das aber jetzt nochmal ein. Es ist eine Öli-Lackierung, die tatsächlich Aufpreis kostet. Wir haben hier eigentlich so ziemlich alles, was man hier so schön sehen kann und was alles gut auf dem Wagen ausschaut, kostet natürlich Aufpreis. Auch die 19 Zoll Räder, die wir jetzt hier verbaut haben, kosten ebenfalls Aufpreis. Sehr schön die Linienführung, das ist so typisch Audi Q3 für meine Begriffe, da schließt er sich zum Vorgänger auf alle Fälle an. Er steht natürlich auf der modernen neuen Plattform, das ist ganz klar, aber das werden wir auch noch an vielen anderen Punkten im Fahrzeug gleich erleben. Von hinten haben wir auch komplett neue Rückleuchten, auch in Voll-LED-Technik mit den sogenannten Wischblinkern, die wir dann hier auch noch haben. Das sehen wir hier, genau, da sind sie, die Wischblinker. Übrigens die neue Typbezeichnung bitte wieder nicht verwirren lassen, 35 TFSI, was wir hier fahren. Also ein Vierzylinder mit 1,5 Liter Hubraum und 150 PS. Und dann schauen wir noch mal ganz klar in den Kofferraum rein. Ja, Standardvolumen auf alle Fälle, da gibt es jetzt nichts Besonderes. Es passt eine Reisetasche rein, es passt ein Kinderwagen gerade so rein. Wir sehen auch hier den Top-Teater, wie er befestigt ist da hinten. Unter dem Doppelladeboden verbirgt sich dann noch ein Subwoofer vom Audi Soundsystem, was hier verbaut wurde. Die Ladekante hier übrigens sehr, sehr hoch, das muss man ganz klar sagen. Könnte niedriger sein. Die Heckklappe öffnet und schließt hier elektrisch. Dann machen wir die mal wieder zu. Dann schauen wir uns doch mal kurz den Fond an, respektive wie es mit der Kindersitzintegration ausschaut, so wie sich das bei mir gehört. Und da sehen wir schon, okay, hier ist der Maxi Cosi Milo Fix installiert. Der Sitz ist grob auf meine Größe eingestellt von 1,80. Knapp 1,80, Entschuldigung. So, dann sehen wir hier einwandfrei. Es ist noch genügend Beinfreiheit da, aber wir sehen natürlich auch schon die ersten Schleifspuren von Sohnemann. Das heißt, er kommt hier immer mal wieder an die Lehne ran. Die Isofix sind einfach und leicht zugänglich. Dann gibt es allerdings ein paar Klipse, die da drüber sind. Schauen wir nochmal hier kurz rein. Die Stoffe sehr, sehr gut. Kopfstützen ausreichend ausziehbar. Also da fehlt sich auch nichts. Gucken wir mal darunter nochmal kurz. Genau. Es gibt übrigens, und das ist eigentlich ein fataler Fehler hier in der Mittelkonsole, keine USB-Schnittstellen. Also da hätte sich Audi durchaus etwas Besseres einfallen lassen müssen. Entschuldigung, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz in die Point of View vom Fahrer. Dann schauen wir uns doch zunächst mal hier den Audi Q3 von innen an, denn da hat sich doch auch einiges verändert. Das als erstes auffällt, ist natürlich dieses große zentrale Display, was wir hier in der Mitte haben. Das neue MMI Plus System ist natürlich optional, wie auch so vieles hier drinnen in dem Wagen. Wir haben hier auch das Virtual Cockpit verbaut. Zunächst einmal zieht sich die neue Innenraumarchitektur von Audi auch im Q3 sehr weit deutlich durch. Wir haben hier diese sehr, sehr breite Paneele, die hier links beginnt und sich bis hier rüber zieht mit diesem schwarzen Hochglanz. Ich bin immer noch kein Freund von Hochglanz. Auch hier immer wieder Staubwischen wird hier angesagt sein, hier oben auch. Und zunächst einmal würde ich mal sagen, schauen wir uns mal so ein bisschen die Materialien an, die wir hier verbaut haben. Und wenn wir hier so über die Türverkleidung gehen, dann merken wir schon mal, dass das deutlich billiger geworden ist. Auch hier die Türverkleidung innen. Zwar hier ist ein schönes Soft-Touch-Lack drüber, aber diese Plastikapplikation hier drinnen,
Die fühlt sich nicht sonderlich hochwertig an, wie man es für Audi gewohnt ist. Die Taster wieder mit schöner Rastung, da fehlt sich nichts. Diese Hebel hier tatsächlich für die Türöffnung, naja, gefällt mir jetzt nicht unbedingt gut. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich zwar gut an, aber von der Optik, dass es so von unten so zu öffnen ist, irgendwie ist das, weiß ich nicht. Habe ich irgendeinen billigen Hintergrund im Kopf? Kann ich jetzt nicht genau definieren. Gehen wir mal hier weiter. Hier sind die Kunststoffe nicht mehr so ganz weich. Es ist etwas härter geworden, dennoch aber ordentlich gemacht. Wir haben hier die Luftauslässe. Da merkt man auch so ein bisschen, wenn man hier so drüber geht, dass das schon ein bisschen billigere Kunststoffe sind. Auch die schwarzen Applikationen sind ein bisschen günstiger geworden. Dennoch ist es immer noch sehr, sehr hochwertig und dem Premium-Charakter in meinen Augen auch noch entsprechend hoch oder entsprechend passabel. Was wir sehen hier, das neue Dreispeichenlenkrad. Hier hat man diesen Single Frame schön nachgearbeitet mit den vier Ringen. Dann hier innen die Speiche, sehr, sehr dünn übrigens. Sehr schönes Lenkrad, schön aufgepolstert. Es fehlen hier die Schaltwippen für das Doppelkupplungsgetriebe oder S-Tronic-Getriebe. Die kosten Aufpreis. Wir haben hier unten den, den Hebel für Geschwindigkeitsregelung. Blinker mit einem seitlichen Taster für den Spurassistenten, rechts die Wischerbedienung, dann hier links. Das bezieht sich alles auf das Virtual Cockpit. Wir haben hier eine View-Taste, damit können wir tatsächlich die Instrumente, wie wir es bereits kennen, entweder in Groß und Klein anzeigen, diese Tuben. Dann haben wir hier das Stellrad, lässt uns in den Menüs blättern. Oder aber wir können hier die einzelnen Menüs nochmal aufrufen oder hier zurückskippen. Skipping ist ebenfalls hier angesagt. Wir können hier durch die einzelnen Menüs des Virtual Cockpits durch scrollen. Das ist wirklich sehr gut und einfach gelöst. Wir haben hier eine belegbare Taste und das alles andere ist hier für das Thema Audio oder Kommunikation gedacht. Zentrales Display, ganz klar hier das MMI Plus Navigationssystem mit dem großen, wirklich hochauflösenden Bildschirm. Sehr, sehr fein aufgelöst, gefällt mir richtig gut. Wir haben hier an der Seite Shortcut-Leisten, die wir individuell tatsächlich verschieben können, wie wir es gerade wollen. Das ist eigentlich ein bisschen schön, ist relativ schön, kennen wir so vom Smartphone mit so direkt Belegtasten. Die einzelnen Kacheln können wir uns auch da reinziehen. Das ist sehr, sehr praktisch und sehr, sehr nett gemacht. Aber Audi verliert sich hier so ein bisschen mit diesen Untermenüs, das muss man mal ganz klar sagen. Es ist eine schöne Grafik, die man hier aufgebaut hat. Dennoch irgendwie so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir so ein bisschen in dem Fall, dass ich sage, ich fühle mich hier zurecht. Ja, außerdem, der Monitor ist relativ empfindlich auf Fingerabdrücke. Das heißt also, er sieht sehr, sehr schnell ziemlich schmuddelig aus, was auch nicht diesem Premium-Anspruch für meine Begriffe gerecht wird. Dennoch wirklich schön hochauflösend, wie schon gesagt. Auch von der Bedienbarkeit, von der Konnektivität sind wir hier up to date. Sehr schön auch, dass wir hier unten noch das klassische Bedienteil haben. Wer das Review vom Audi A6 gesehen hat, hat man hier ein Touch-Display dafür. Was allerdings Audi hier vergessen hat, und ich persönlich vermisse es in keiner Weise, dass dieses haptisches Feedback. Hier unten diese Paneele, die finde ich einfach sehr, sehr billig und es wirkt auch nicht sonderlich gut. Wer den schlüssellosen Zugang übrigens ordert, der bekommt den Start-Stopp-Knopf hier unten rein. Ansonsten ist hier tatsächlich nur noch der Dreh- und Drückknopf für die Audiobedienung. Gut, dass man ihn noch hat, aber irgendwie wirkt er hier so ziemlich verlassen. Hätte man vielleicht ein Ablagefach machen können. Hier unten haben wir dann die Assistenzleiste. Das heißt, wir haben hier Drive Select, wir haben hier ESP-Deaktivierung, Start-Stopp-Deaktivierung, wir haben hier die Warnblinkanlage, wir haben hier das Aktivieren der Parkhilfe und zwei Leertasten. Die werden aber sicherlich auch durch optionale Ausstattungsfeatures dann nochmal belegt werden. Der Automatik-Wählhebel bzw. S-Tronic-Wählhebel hier, na, auch nicht sonderlich hochwertig, gefällt mir gar nicht, steht mir viel zu hoch. Viel zu hoch, im Prinzip könnte man kürzen. Dann haben wir eine Induktivladeschale für Smartphones, da passen die gängigen Smartphones rein. Wir haben eine elektronische Parkbremse hier ohne Auto-Hold. Auto-Hold kostet Aufpreis. Hier noch eine 12-Volt-Anschluss, zwei Cupholder, eine verstellbare Armlehne mit einem kleinen Ablagefach darunter. Ja, aber jetzt kommen wir zum höchsten Punkt und genau der hier ist es. Man verwendet tatsächlich bei Audi noch diesen uralten Schlüssel jetzt auf einmal wieder. Der ist 15 Jahre alt und ich kenne ihn selber noch aus der Audi A3 Vorgeneration hier von dem jetzigen Audi A3
Und da muss ich sagen, der ist schon ziemlich alt. Auch hier der Bart sehr, sehr spitz. Und da reißt man sich durchaus die Hose auf, wenn man den, der offen ist. Weiß auch nicht, in der heutigen Zeit ist das mir einfach ein Rätsel, warum man hier tatsächlich noch ein Zündschloss macht, wo man ihn reinstecken muss und tatsächlich dreht. Verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe aber bei Audi auch nicht. Hier die Verarbeitung ist insgesamt leider sehr, sehr problematisch zu sehen. Man hat das Lenkrad hier schief auf die Lenksäule draufgesetzt, denn wenn man fährt, hat man tatsächlich immer so steht das Lenkrad tatsächlich korrekt in der Position, und das merkt man sonst relativ klar, dass das einfach so überhaupt nicht passt. Wie gesagt, die Beifahrertür zum Beispiel schließt auch nicht korrekt, die ist zu tief, das heißt, da hat man sie auch nicht richtig eingepasst oder arretiert. Ebenso fällt tatsächlich auf, dass im Fond hinten an der Armauflage tatsächlich schon eine Blase sich bildet. Der Wagen ist aber nagelneu, der wurde mit 400 Kilometern von mir übernommen. Und da muss man schon sagen, zeugt das Ganze doch irgendwo wieder von Fertigungsproblemen. Und auch die hatten wir schon beim Audi A6. Das heißt, Audi scheint tatsächlich hier ein bisschen schludrig zu werden, was mir nicht gefällt und sicherlich auch nicht im Preis-Leistungs-Niveau der Ingolstädter auf alle Fälle entspricht. Ich mache mich jetzt mal auf die Socken mit dem Audi Q3 35 TFSI. Naja, also wer jetzt immer noch nicht so ganz firm ist mit den neuen Leistungsbezeichnungen wie meine Wenigkeit, der muss dann durchaus erst einmal nachschauen, was das Ganze eigentlich bedeutet. Aber 35 TFSI bedeutet nichts anderes als, wir haben hier 1,5 Liter Vierzylinder Turbo Benziner unter der Haube und leisten tut der kleine Antrieb hier 150 PS, gekoppelt übrigens an ein 7-Gang S-Tronic, also Doppelkupplungsgetriebe. Die Kraft wird an die Vorderachse weitergeleitet. Optional gäbe es noch den Allradantrieb Quattro, der hier aber nicht verbaut ist. Interessant ist natürlich jetzt als die Fakten, wie fährt sich denn der neue Audi Q3? Er fährt sich äußerst dynamisch und handlich. Ja, also das fällt auf alle Fälle auf. Der Wagen ist sehr, sehr handlich, geht wirklich zackig ums Eck. Die Lenkung ist angenehm direkt, wobei sie durchaus, naja, ein bisschen zu leichtgängig ist für meine Bedürfnisse, sage ich jetzt einfach mal. Da dürfte er ein bisschen straffer sein, selbst wenn man im Audi Drive Select auf Sport geht, naja, wird es auch nicht unbedingt besser. Aber größter Kritikpunkt ist für mich eher die Federung, die einfach wirklich zu straff ist. Also man fühlt sich ab und an schon schlicht und ergreifend ein bisschen hoppelig unterwegs und weniger. Auf wirklich schlechtem Untergrund ist der Komfort noch erstaunlich gut, dafür, dass er bei kleinen Unebenheiten doch schon so ein bisschen das Trampeln anfängt. Beim Verbrauch muss ich sagen, naja gut, okay, was erwartet man? Ist immer so eine Geschichte. Ich persönlich finde meine rund 7,5 Liter jetzt angemessen für die Fahrzeuggröße, das Gewicht und auch die Stirnfläche, die hier geboten ist. Aber ich fahre auch eher einen etwas ruhigeren Stil als manch anderer. Das heißt also, wer hier flotter und unterwegs ist und den Motor auch ein bisschen mehr quält, auch akustisch quält, der wird relativ schnell bei rund 9 bis 9,5 Litern wahrscheinlich liegen. Und das ist dann doch schon wieder eine ganz schöne Hausnummer, vor allem für so ein kleines Downsizing-Triebwerk. Im Fahrbetrieb macht der Motor aber einen insgesamt ganz passablen Eindruck, sage ich jetzt einfach mal. Also er dreht schon willig aus, klingt dabei aber völlig angestrengt. Er ist von der Kraft auch ausreichend, hat halt auch schlicht und ergreifend sehr wenig Drehmoment. Ja, was will man da sagen? Es ist ein Einstiegsmotor, das muss man ganz klar sagen. Drunter würde ich nicht gehen. Ich würde auch die S-Tronic rausschmeißen. Sie nervt mich immer noch mit ihrem verzögerten Ansprechverhalten und Anfahrverhalten, was einfach immer mal wieder direkt ist, mal völlig verzögert ist, dann gibt es wieder beim Rangieren im kalten Modus immer wieder Lastwechselschläge im Getriebe. Also, liebe Leute, Doppelkupplung bei Audi oder Volkswagen-Konzern ist schlicht und ergreifend keine echte Automatik. Das muss man wirklich mal so sagen und ist in meinen Augen auch einfach nicht zu empfehlen.
Ja, wenn man denn tatsächlich einfach nur noch auf die Marge schaut, dann erkennt man im Premium-Segment sehr, sehr schnell, dass die Kunden vermutlich unzufrieden sein werden mit der abgelieferten Arbeit. Und das könnte beim Audi Q3 ebenfalls passieren. Er ist ein insgesamt sehr, sehr gutes Premium-SUV. Man hat auch tatsächlich viele Details ein wenig verbessert. Das heißt, vor allem auch die Platzverhältnisse sind besser geworden. Im Gegensatz zum Vorgänger, der arg eng war und viel zu klein war, ist der jetzt gar nicht mal so übel. Naja, ein bisschen straff ist er geworden vom Fahrwerk. Das heißt, da fehlt es tatsächlich doch an Komfort. Und ich glaube, gerade wer ein SUV kauft, der möchte nicht gerade unbedingt wieder auf der Hoppelpiste vorkommen. Und ganz, ganz schlimm in meinen Augen ist tatsächlich, dass die Marge hier mittlerweile so nach oben getrieben werden muss bei Audi, dass man nicht mehr in der Lage ist, die Verarbeitung ordentlich im Griff zu haben. Ich hoffe mal, dass das hier die Verarbeitungsmängel an meinem Q3 lediglich auf die frühe Produktionszeitraum zurückzuführen ist. Aber wenn der Wagen so an den Kunden ausgeliefert wird, na, dann tut es mir sehr, sehr leid, Audi, aber dann habt ihr das einfach völlig verkackt, um es auf gut Deutsch gesagt zu sagen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir den Daumen da. Wenn ihr das Ganze ein bisschen anders seht, dann den Daumen nach unten. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass wir konstruktiv unter dem Video über den neuen Audi Q3 oder vielleicht auch über Audi diskutieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat und der Kanal gefällt, dann abonniert ihn, drückt die Glocke und wir sehen uns möglichst schnell wieder. Ich sag Tschüss und Servus, euer Ubi.